So, und weiter geht's mit, ja, mit Zelda. Ah nee, ich habe ja alle Arcanokerne verballert, die habe ich ja der Ambi gegeben. Na komm, hier gibt's noch welche, super. Mal gucken, was die Eulenstatue uns zu sagen hat, aber glaube ich meistens nur irgendeinen Mist. So, Verteidigung ist der beste Angriff gegen Stacheliges. Ja, das bedeutet, wir brauchen hier ein Schild. Genau, die müssen wir kaputt machen. Dann, ja, wenn wir die mit dem Schild aufhalten, dann fallen die um. Und dann, ja, können wir die klatschen. So, hier, hier kann man gerne versuchen. Hier müssen wir, wie gesagt, wenn wir den Würfel hier reinstellen und der blau anzeigt, dann leuchtet die Flamme blau, aber hier müssen wir rot machen. Kriegen wir das hin? Nee, 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 das geht so nicht. Na komm, Link, mach hin. Genau so muss das gehen. Wunderbar. Lass mal die Schlange hier fertig machen. Ja, die fangen nämlich sofort an, uns anzugreifen, wenn wir, wenn sie uns sehen. Ihr könnt gerne versuchen, euch mit den Sonnen zu boxen. Die kannst du vergessen. Einfach. Hier ist eigentlich relativ viel. Nicht so viel los. Sprich, einfach alle Gegner killen. So, dann haben wir jetzt den Schlüssel. Das ist ganz gut. Ah, durch die Bomben. Ich muss nochmal auf den Friedhof. Weil da gab es ja noch, im ersten Dungeon gab es ja noch ein, Dingsbums, was wir nicht freisprengen konnten. Eine Wand. Die habe ich nicht vergessen. Nein! Du sollst sie werfen, du Idiot. So, jetzt haben wir hier wieder einen Schlüssel. Oder? Karte! Oh, super. Super duper. Kann es auch nur einmal verschieben. Ihr könnt euch gerne mit denen anlegen, wenn ihr wollt. Aber das geht auch so. Boah. Du Lümmel. Ist aber weg mit dir. So, hier geht's weiter. Da geht's auch weiter. Ich brauche erstmal den Kompass. Ja, hier gibt's nämlich auch später. Nein! Oh, Kacke. Ich werde doch wohl jetzt hier nicht noch verrecken. Hallo, wie wär's mal mit dem Herzchen? Das Geld könnt ihr euch sonst wohin schieben. Hallo. Oh, super, zwei Herzchen, wunderbar. Ja, genau, hier gibt's, glaube ich, die Feder. Oh, das wird mies, der Boss ist eklig. Also hier in dem Dungeon, nicht der hier, die sind relativ... Das sind halt wie diese... Genau, die machen halt Bumm und Aua. Link versucht nach oben zu gehen, schafft aber nicht. Ja, Link braucht erst ein Item. Damit er springen kann. Oh Mist, jetzt kriege ich aber doch gut auf die Backen. Ernsthaft, für einen kleinen Schlüssel? Ja, fand ich jetzt ein bisschen low, aber na gut. Ich weiß nicht, ob das im Original auch so aussah, wenn der auf die Dingsbums gekracht ist, auf die Erde. Mit den Streifen da unten oder ob es an einem Emulator lag.
aber hallo? Kann ich den erst besiegen, wenn alle Schlangen besiegt sind? Das ist... wäre weird. Tatsache. Okay. Oh, der ist mies. Einmal so ein bisschen schräg oben, dann passt das schon. Genau. Hier noch ein paar Herzen sammeln. Oh, Fledermäuse, ihr seid super. Verrate das Batman nicht. Okay. Ihr könnt ihr machen, was ihr wollt. Die Schlangen können euch in der Lore nicht angreifen. Also können sie schon, aber die tun sich... Das ist Selbstmord. Da machen sie nichts. Gut. Ein Unbeflügelter fordert mich nicht ungestraft heraus. Ja, hier müssen wir aufpassen. Hier können wir nämlich auch runterfallen. Ich zeige euch das mal. Ja. Ist vielleicht nicht gerade die schlauste Idee gewesen. Aber ich wollte euch den Raum mal zeigen. Die haben eigentlich so diesen typischen Kugeleffekt. Die prallen an der Wand ab und... ja. Problem ist halt nur, ja, der labert damit den gleichen Mist. Das Problem ist, den Schaden, den er macht. Hier an der Seite kann er nichts machen. Also so ein Miniboss, der ist relativ einfach. Aber ein bisschen Uptime. Oh, das war jetzt... das war neu. Na gut, der lässt ja eine Fee fallen. So, hier kamen wir raus. Von da kamen wir auch. Warte mal, nee, von unten kamen wir, ne? Genau, von hier kamen wir. Und hier unten kommen wir wieder raus. Okay, verstehe. Müssen jetzt erstmal hier runter. Bin noch nicht so ganz... ich weiß nicht, heute ist so ein komischer Tag. Ist auch recht trüb heute draußen. Genau, hier kommen wir aber noch nicht weiter. Das Problem bei denen ist nämlich, die Farben können wir ändern, aber da müssen wir drüber springen. Und das können wir noch nicht. Na gut, na gut. Dann müssen wir hier unten weiter. Hier kriegen wir die Pegasus-Feder. Oh, Link. Ja, die schießen random. Och Mann, bin ich zu blöd zu laufen oder was? Ich würde jetzt sagen, Link, bist... och Mann. Heute ist aber echt so ein bisschen in dem Spielewurm drin. Die Schwinge in Blau lässt sich über farbige Felder gleiten. Ja, da müssen wir aber auch aufpassen. Wir können nämlich hier... genau, das wollte ich euch mal zeigen. Auch wenn ich vielleicht... meine Herzen nicht für sowas vergeuden sollte. Klingt jetzt doof, ist aber so. Hier kriegen wir die Schwinge in Blau. Du hältst die Greifenfeder, mit ihr fühlst du dich federleicht. Wunderbar, ich wollte immer als Kind mal wissen, was da oben drauf ist. Kriegen wir das auch hin? Ja, das müsste eigentlich gehen.
nehmen wir nochmal einen 30er mit. Ich habe immer versucht, da hinzugehen. Ich weiß nicht, ob es geht, aber ich glaube allerdings nicht. Ich glaube nicht. Aber das sieht so aus, als würde es gehen. Ich will es jetzt wissen. Ich will es jetzt wissen. Ein bisschen höher vielleicht, aber ich darf nicht gegen die Wand oben knallen. Okay, das ist zu hoch. Oh, komm schon. Haben sie das wirklich so gescriptet, dass es nicht einmal machbar ist? Ja, ich werde jetzt ein bisschen Leben verlieren, aber ich will es probieren. Ich hab's geschafft! Geil! Es bringt einfach nichts. Es bringt original nichts. Schön, dass ich hier bin. Hier komme ich nicht hoch. Na gut, aber ich hab's geschafft. Oh, super, ich freue mich. Ich glaube, das habe ich als Junge nicht geschafft. Na, komm her. Ich könnte sagen... Na gut. Hier müssen wir einfach schnell sein. Wunderbar. So, schön. Hier habe ich auch extrem lange nachgeguckt, wie das zu machen ist. Aber einfach mit dem Schwert hier das Ding aufhalten. Ich glaube, das muss blau sein. Genau, und jetzt einfach wieder... Warte. Moment. Genau, da gibt es nämlich noch einen Geheimraum. Na komm, Fledermaus. Herzchen. Oh, super. Na, ich habe sogar mehr Herzchen bekommen, als ich brauche. Das ist doch super. Kleiner Schlüssel. Ups. So, bin jetzt eigentlich den ganzen Weg zurück. Aber... Genau, so, das muss... Blau und gelb. Jetzt haben wir zwei Schlüssel. Das ist super, dann sind wir hier auch fertig. Müssen wir hier unten lang. Ha! Nein! Oh, ihr Ratten! Ich bin hier so fett drüber gesprungen und dachte so easy peasy lemon squeeze und dann... Pff. Ach, ärgerlich. So, das habe ich doch gehabt. Genau, da muss ich jetzt irgendwie hoch. Ne, muss ich nicht. Ich muss es trotzdem machen. Na gut. Dann muss ich doch hier zurück. Ha, die Abgründe sind kein Problem mehr für mich. Genau, hier lang wollte ich. Da lang, dann hier runter. Na gut, hier lang. Aufpassen, dass die Fledermäuse dich nicht runterschieben. Jetzt ist offen. So, die Frage ist, wie komme ich denn... Achso, ja, stimmt. Das war ja bei dem hier. Bei dem Flügelmügel. Wunderbar, super. Ja. Kriegen wir hin.
So, dann hier schön weiter, hier runter. Noch ein paar Bomben. Du kommst den Abgrund runter. Ein Gascherkern, wunderbar. Den können wir dann noch später wieder einpflanzen. Ich mache erstmal die Monster hier platt. Genau, wir brauchen hier nämlich eine von diesen Vasen. Mit dem Level-2-Schwert kann man die auch kaputt machen. Aber das Level-2-Schwert kriegen wir erst später. Warte mal, kann ich hier auch ohne Kraftarmband schieben? Nee, ne? Doch. Super. Wunderbar, dann haben wir das Rätsel auch gelöst. Das machen wir auf. Brauchen aber noch den Bossschlüssel. Das wird interessant. Da müssen wir die Dinger so schieben, wie sie stehen. Ich verstehe. Okay. Jetzt können wir den gelben schieben. Jetzt die blauen. Jetzt die roten. Moment, ich sollte vielleicht erst die blauen machen. So, dann ist der Käse doch auch schon gegessen. Ein schönes Rätsel, das muss man doch, muss man lassen. Das stimmt, da haben sie sich echt Mühe gegeben. Ich meine, für einen Game Boy Color Titel ist das schon, obwohl Zelda ja schon immer bekannt für seine Rätsel war. So, hier geht es nicht mehr weiter. Das bedeutet, eins nach oben. Hier der Schlüssel. Oh, das ist mies. Hier gibt es so kleine Boss-Dinger. Die sind unbesiegbar und sieht man nicht. So kleine Monster. Wenn man die Farbe von dem Raum ändert, dann erkennt man sie. Okay, zwei gibt es noch. Muss man auch recht schnell sein, weil wie man sieht, die ändern ihre Farbe recht fix. Und jetzt kriegen wir den Boss-Schlüssel. Großen Schlüssel gefunden, mit dem kannst du den Bossraum öffnen. Jetzt gibt es erstmal schön fett auf die Fresse. Der wird lustig. Ich glaube, den könnten... Das wird ein random Boss. Ich weiß, was für ein Boss das ist. Ich weiß, was für ein Boss das ist. Ich weiß es. Ja, das ist so ein random Boss. Zeige ich euch gleich. Und zwar... Ja. Warte mal, ich glaube, die Eule sagt uns, dass der was Explosives nicht mag. Hier brauchen wir die Bomben. Und natürlich auch die Feder. So, das rote Antlitz fürchtet Rauch und Donner. Alles klar. Genau. Das ist ganz lustig. Genau, wir müssen jetzt hier dem Dingsbums reinsetzen. Wir müssen den Bomben reinschmeißen und in jedem Gesicht macht er was anderes. Wenn das rote Gesicht auftaucht, kriegt er Damage. Und wenn das blaue, wenn das grüne Gesicht auftaucht, gibt es viel Aua. Genau, und da lässt er auch so ein Herzchen fallen. Bei dem blauen Gesicht
geht halt richtig ab. Aber von daher ist es eigentlich recht einfach. Wir müssen halt nur hoffen, dass das rote Gesicht auftaucht. Ja, auf der Leiter ist man eigentlich recht sicher. So, ich weiß jetzt nicht genau, welches Gesicht das jetzt gewesen ist. Das lilane Gesicht. Nein! Ich glaube, das grüne Gesicht war das. Ich habe nicht mehr so viele Bomben. Ich glaube, nach einer Weile spuckt er automatisch Bomben. Dreimal müssen wir den, glaube ich, das rote. Och, Mann. Ich habe keine Bomben. Ich habe keine Bomben. Genau, der spuckt nach einer Weile automatisch so Dingern. Ab und zu mal kommen Bomben raus. Ja, ich versuch's ihm gerade ein bisschen zu timen. Ach, Mist. Das lilane Gesicht hatten wir noch nicht, ne? Oder das blaue, ich bin mir nicht ganz sicher. Das müsste jetzt das lilane sein, aber ich glaube, das lilane fällt nur auf den Boden. Okay, ich verstehe. Jetzt kommt das Rote. Ich habe es richtig getimed. Ah, okay. Yeah. Okay. Jetzt müsste auch das Rote kommen, weil nach dem Lilan kommt das rote Gesicht und beim Lilan werfen, dann müsste der... Aua. Na gut. Das hat jetzt glücklicherweise gepasst. Mehr Glück als Verstand, der Graf hier. Yeah. Ah, okay, hier kommen wir wieder raus. Und hier geht's zum Essenzraum. Wunderbar. Super. So, das Schwert wieder dahin. Das Schild auf A. Wunderbar. Super, duper. Ich freue mich. Das Holz der Antike. Eine Essenz der Zeit. Aus der Stille flüstert es die reine Wahrheit in verschlossenen Ohren. Wunderbar. Super. Ich freue mich. Graf, ich spüre eine Essenz der Zeit in der südlichen See auf den Sichelinseln. Suche von der Stadtküste aus einen Weg dorthin. Das wird ein Spaß. Machen wir aber beim nächsten Mal. Achso, ich muss beide drücken. Speichern und fortsetzen. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.